Sie sind hier, 5. Juli 2018, 12.02 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die UEFA bringt für ihre Nachwuchswettbewerbe grundlegende Änderungen auf den Weg. Urheberrecht Getty Images. Die UEFA beschließt Änderungen für die Nachwuchswettbewerbe in der Youth League sowie bei Welt- und Europameisterschaften darf bis zu 5-mal gewechselt werden. Die Europäische Fußballunion UEFA gestattet in Nachwuchswettbewerben künftig die Erhöhung des Auswechselkontingents auf bis zu 5 Spieler pro Mannschaft. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Diese Regel wird in der Youth League 2018-19, der U17-EM 2018-19, der U19-EM 2018-19, der U17-Frauen-EM 2018-19 und der U19-Frauen-EM 2018-19 angewendet. Im Seniorenbereich kommt wie bei der WM 2018 in Russland auch die 4. Auswechslung in der Verlängerung zum Tragen. Die Regelhüter des Weltfußballs, der International Football Association Board, IFAB, hatten dies beschlossen. Neu ist auch die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel in der Coaching-Zone. Technische Kommunikationsmittel ab sofort erlaubt. Die Regel, die mit sofortiger Wirkung in allen UEFA-Wettbewerben in Kraft tritt, wurde dahingehend geändert, dass jegliche Form von elektronischer Kommunikation durch Teamoffizielle zulässig ist, sofern sie in direktem Bezug zum Wohlbefinden oder zur Sicherheit der Spieler oder zu Taktik- oder Coaching-Zwecken geschieht. Eingesetzt werden dürfen aber nur kleine, tragbare Mobilgeräte, Mikrofon, Kopfhörer, Ohrhörer, Mobiltelefon, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Laptop. Mannschaftsoffizielle, die unzulässige Geräte verwenden oder sich in diesem Zusammenhang unangemessen verhalten, werden aus der technischen Zone verwiesen. Richtigstellung: Zuvor hatte Sport 1 nach einem Bericht des Sportinformationsdienstes vermeldet, dass sich die von der UEFA kommunizierten Änderungen auch auf den Profibereich beziehen. Hierbei handelte es sich allerdings um eine Fehlinformation.